Statt eine Messe aufzubauen, baut er ein Impfzentrum auf. Bereits zum zweiten Mal hat die Zürcher Oberlandmesse coronabedingt verschoben werden. Ende dieser Woche wäre sie eröffnet worden. Aber eben, wer eröffnet wurde, auch das Mal kann sie nicht stattfinden. Dafür hat Andi Künzli als Veranstalter sonst alle Hände voll zu tun. Er ist nämlich verantwortlich für das Impfcenter in Wetzikon. Herzlich willkommen im Oberländertag. Der findet immer einmal im Monat in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Oberländer statt. Andi Künzli, ja, statt eine Messe aufzubauen, ein Impfzentrum von 0 auf 100 auffahren, ist schon auch eine grosse Herausforderung, nehme ich an. Ja, ist es tatsächlich. Also der Aufbau an einem Führer ist nicht einmal die frische Sache, sondern schlimmer oder die Herausforderung ist wirklich, dass man da ein KMU muss aufbauen muss. In kurzer Zeit haben am Tag etwa 50 bis 70 Angestellte, die arbeiten in diesem Impfcenter. Das ist die grosse Herausforderung. Der Aufbau an einem Führer ist nicht anders als bei einer Messe. Da braucht es eigentlich genau das Gleiche dazu. Klar, es ist nicht gleich wie eine Messe, wo Party und weiss Gott, was stattfindet. Es geht da um eine medizinische Geschichte. Aber die grosse Herausforderung ist tatsächlich, dass man da wirklich eine kleine Firma aufbaut. Mhm. Ihr seid Messeveranstalter. Ihr habt im letzten Jahr keine einzige Messe können durchführen. In Frauenfeld müssen absagen, Zum müssen absagen, Wintermesse müssen absagen, Woga müssen absagen. Die Liste lässt sich weiterführen. Und irgendwann ist plötzlich die Anfrage gekommen, ob ihr als Messeveranstalter könnt ein Impfcenter machen könnt. Wie hast du das erlebt? Ja, kurios und überraschend. Ich bin tatsächlich dass ich Anfangsjahr schon mal in Kontakt gekommen bin mit jemandem, wo quasi das Konzept eingeht am Kanton auf privater Basis. Mhm. Und hat dort schon mal mitschaffen, um das Konzept zu machen. Wir haben aber hier schon gemerkt, dass das wahrscheinlich für Private ganz selber das durchzuführen gar nicht machbar ist. Also der Kanton hat dort mal so viel Willen von Unternehmerseite, dass man das schon gewusst hat, dass man irgendwo mal zurück ins Spital gehen muss. Und dann war das für mich wieder weit weg nach dieser Eingabe und habe nichts gehört. Und dann war ich im Wallis ein paar Tage. Und es war aber am Morgen, nicht beim Feierabendbier. Wirklich am Morgen hat das Telefon gestellt vom Stadtrat von Wetzikon, ob ich kurzfristig Zeit habe, um an eine Besprechung zu kommen. Dass die Stadt Wetzikon zusammen mit Gossau und dem Spital Wetzikon möchte das Impfzentrum in Wetzikon auf die Beine stellen. Und ob ich da auch gerne mitarbeiten würde. Und bin dann quasi von der Jungfrau zum Kind gekommen. Bin dann von dem Wallis weggefahren auf Wetzikon einen Tag später. An die Besprechung und dann hat es auch schon bereits geheißen, du bist dann da der Projektleiter. Und das ist die Kurzgeschichte. Überraschend, da gestanden, ohne Vorbereitung, nicht gewusst, was ist. Und logischerweise natürlich auch erfreut, dass man an mich gedacht hat. Und dann schon müssen natürlich eine Offerte schreiben. Und, aber gleichzeitig auch sofort gewusst, dass die Kiste für mich allein nicht machbar ist, auch für unsere Firma nicht, weil es braucht doch relativ viel Know-how medizinischer Seite. Und das haben wir einfach nicht. Und es war ziemlich klar, schnell klar, gewesen, dass da Hilfe braucht. Und es hat ein Team mittlerweile von 3 Projektleitern, die sich aus einem Arzt, aus jemandem, der schon Unispital-Direktor war, und aus mir, die das Ganze jetzt Du hast es selber gesagt, es ist ein bisschen überraschend gekommen. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, was du sonst unter dem Jahr würdest machen. Jetzt würde ich diese Woche Zum eröffnet. Wie oft hast du jetzt im Rahmen von dem Aufbau des Impfzentrums daran gedacht, ich baue da etwas auf, was etwas völlig anderes ist? Ja, sehr wenig, wenn ich ehrlich bin. Weil der Entscheid, dass ich Zum nicht stattfinden kann, der ist ja innerlich schon lange klar gewesen für uns. Und, im Gegenteil, ich glaube, man hat sich zehnter auch wirklich gefreut darauf, um etwas aufzubauen, wo man auch weiss, dass es sicher wird stattfinden. Also das ist jetzt natürlich mittlerweile die 10 Veranstaltungen, die wir abgesagt haben mit der Zoom zusammen, seit Corona-Ausbruch. Und ich glaube, die Freude ist eher überwiegt, dass man etwas machen kann, wo auch noch die Leute kommen können und etwas erleben können. Klar, es ist nur eine Spritze. Aber ich habe das gesehen bei anderen Impfzentren. Die Leute, die kommen sich impfen lassen, die gehen durchaus zufrieden heim. Mhm. Also wie es eigentlich bei einer Messe auch ist, die Leute kommen und erleben etwas. Es ist halt da eine Impfung
die dann vielleicht und hoffentlich auch unseren Beitrag dazu dient, dass die Geschichte endlich mal wieder mal vorbei ist und wir da mal Messen machen können. Ich persönlich habe eine sehr intensive Woche hinter mir. Das sind lange Tage jetzt auch in der Vorbereitung, auch weil es etwas Neues ist. Ich finde, es ist extrem interessant. Ich habe Leute kennengelernt, persönlich, wo ich nie in Kontakt gekommen bin, weil ich logischerweise... Was vielleicht sonst auch nicht gegeben hätte, oder? Gar nicht gegeben. Und ich habe auch sehr viel gelernt. Es ist also nicht zu unterschätzen, was man da lernt. Mhm. Und ja, also... Nein, ich glaube, es ist wirklich voll überwiegt, dass etwas stattfinden kann und man da seinen Beitrag leisten kann. Ja, du selber sagst, wenn eine Veranstaltung oder sogar eine Grossveranstaltung stattfinden kann, dann ist es betrieben von einem Impfzentrum. Wir waren in Wetziken dabei mit einer Kamera und haben beim Aufbau ein bisschen mitgeschaut. Ich bitte dich schnell ein bisschen zu erklären, was wir dann da genau sehen. Eben, das Ganze findet statt in der Eishalle, wo das Eis abgetaut ist. Das ist der Vorteil, dass Wetziken die Stadt im Besitz ist von dieser Eishalle. Und man da jetzt lange Zeit darüber verfügen kann. Sieht schon ein bisschen nach Messestand aus. Es ist ein Messebau. Ja. Also es ist eigentlich genau das gleiche wie eine Messeteppichkabine. Strom braucht es, braucht eine grosse IT-Infrastruktur. Also das ist ja wirklich ziemlich vergleichbar mit der Messe. Mhm. In der Eishalle haben wir es da für unser Impfzentrum den Vorteil. Das sind die Kabinen, das sind Kabinen, noch nicht ganz fertig. Genau, wir haben ein Rudimentärsystem, dass die Leute sehen, ob es frei oder besetzt ist, Kabine mit roten und grünen Lämpchen. Andere machen das digital, wir machen es ein bisschen händisch, aber das hat alles seinen Charme. Ich finde, man sieht es auf diesen Bildern noch nicht fertig, wir haben auch Blumen drin und so. Es ist uns wichtig, dass wir ein Mess, dass auch da sich die Leute wohlfühlen, wenn sie sich impfen lassen, bequeme Stühle haben und so weiter und so fort. Normalerweise ist es ja so, dass man dann noch rund 15 Minuten muss so ein bisschen unter Beobachtung bleiben, wenn jemand geimpft worden ist. So einen Bereich gibt es auch. Ja, gibt es auch. Der ist Pflicht. Der ist wichtig. Die Leute müssen durch ein Ticket ziehen, wo dann die Zeit draufsteht, wenn sie dürfen, das Impfzentrum verlassen. Mhm. Und dann wird es dann kontrolliert am Schluss. Die 15 Minuten sind sehr wichtig. Jetzt gibt es insgesamt 11 so Impfzentren im Kanton Zürich. Eins eben in Wetziken, ein anderes im Oberland ist in Uster. Hat man da miteinander Kontakt gehabt während der Phase, wo man das konzipiert hat? Also sehen die alle in etwa ähnlich aus oder macht da jeder etwas Eigenes? Halt, typisch, wie es ein bisschen für die Schweiz ist, im Sinn des Föderalismus, jeder macht ein bisschen selber etwas, oder wie ist das? Ja, das ist tatsächlich so. Man hat wirklich die 11 Impfzentren quasi laufen lassen und jeder macht sein eigenes Ding. Ist auch so, dass natürlich alle Gegebenheiten verschieden sind. Oder? Man ist Zürich, hat viel, viel mehr Platz, ist grösser. Dann Uster ist in einer alten Sporthalle untergebracht. Wir die Eishalle. Meinendorf ist auch in einer Dreifachturnhalle. Es ist überall auch anders, oder? Und überall sind auch Konstrukte anders, die dahinter stehen. Uster macht ein Spital im Leib, bei uns ist es ein Gremium aus Stadt und ein Spital. Und darum ist es auch wahrscheinlich gar nicht gegangen, dass überall zusammen mit dem gleichen Konzept gefahren werden. Aber der Austausch, der hat stattgefunden. Wir haben auch jede Woche zweimal einen Schuh fix gehabt mit dem Kanton zusammen, wo alle Impfzentren dabei waren. Dass da auch ein Austausch stattfindet, ist auch wichtig. Und wir sind auch überall schauen. Wir haben auch mit ein paar Impfzentren ganz engen Kontakt. Und damit genannt sich austauscht, das ist also das hat stattgefunden. So ganz allgemein ist ein bisschen der Eindruck entstanden, der Kanton Zürich hinkt immer ein bisschen hinten rein. In Schaffhausen weiss ich zum Beispiel, haben sie schon länger ein Impfzentrum aufgefahren. Wieso ist es im Kanton Zürich so lange gegangen? Das kann ich jetzt nicht beantworten. Weil ich eigentlich genau weiss, war es nicht so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Eins ist klar, man hat die Software nicht gerade parat gehabt, das weiss ich. Aber es ist natürlich schon auch so, dass der Kanton Zürich von der Größe her halt schon auch ein anderes Volumen hat, wieder als Kanton Schaffhausen oder ein Kanton Thurgau. Und dass da ein bisschen mehr Vorlaufzeit braucht, das ist für mich jetzt auch noch verständlich. Mhm. Und zudem ist es einfach so, die Menge Impfstoff, die man ja auch braucht, um den Kanton Zürich impfen, die war einfach schlicht nicht da gewesen. Und jetzt ist es auf einem guten Weg,
dass der Impfstoff kommt laufend und jetzt kann man auch richtig loslassen. Du sagst, ein richtiges Nadelöhr ist natürlich der Impfstoff. Wie sieht denn das im Fall von Wetzigen aus? Morgen wollen wir loslassen. Glaube ich, am Morgen geht das los, ab der 9. wenn ich richtig informiert bin. Hat es denn jetzt im Oberland Impfstoff? Also ich habe jetzt um 11:30 Uhr morgen noch nicht. Nein, aber der kommt. Also wir haben Impfstoff morgen zum Impfen. Der wird im Verlauf des heutigen Tages wird der angeliefert und dann werden morgen die ersten Dosen verimpft. Kann man da sagen, ja, wie viel das man da hat? Möchte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, wer noch kommt. Das ist eigentlich so wichtig, finde ich, für die Leute. Er ist einfach da. Mhm. Und dann ist ja das auch noch logistisch relativ aufwendig, weil da muss man die Kühlketten einhalten, oder? Genau, das ist eigentlich... Ich glaube, das Einhalten der Kühlkette ist nicht einmal eine Problematik. Der Impfstoff wird geliefert, der kommt jetzt in unsere Kühlanlagen. Das ist überhaupt keine Herausforderung. Ihr rechnet in einer Eishalle, oder? Genau, ja, das ist noch passend. Ich glaube, die Herausforderung ist wirklich, die ist da für die Leute, die den Impfstoff bei uns bestellen müssen, aufgrund von Terminen, die vergeben worden sind. Das ist eigentlich die grosse Herausforderung. Man muss immer wieder auf die nächste Woche wieder frisch bestellen. Und das halt wirklich sehr genau, oder? Man will ja keinen Impfstoff fortgehen Ende Woche. Also das darf man einfach auch nicht. Ich finde, das ist auch ein Job für uns, dass wir immer am Freitagabend leer sind mit Impfstoff. Oder dann einfach so, am nächsten Tag der Woche muss der Impfstoff gebraucht sein, den wir bestellt haben. Das haben wir einen schlechten Job gemacht. Jetzt ist ja die ältere Generation dran. Ich glaube, 65 durchauf wird durchgeimpft. Das sind aber auch die, die sich manchmal ein bisschen schwer tun, wenn man sich online registrieren muss. Muss man sich online registrieren oder gibt es auch andere Möglichkeiten zu Wetzigen? Also es ist so, dass wir von meinem Zentrum aus, wir tun eigentlich gar nichts machen mit dem Termin vergeben. Also auch Termin verschieben machen wir nicht. Das läuft alles über den Kanton. Ja. Der Kanton hat aber eine Hotline, also es gibt Leute, wir haben auch Telefone, die auf unsere Hotline kommen, die verzweifelt sind, weil sie kein PC haben und niemand kann ihnen helfen. Man kann wirklich am Kanton anrufen und die helfen einem weiter, um sich zu registrieren ohne einen Zugang. Und mittlerweile ist auch so, dass ProSenektuten sogar noch tut Hilfe leisten. Also es ist eigentlich dafür gesorgt, dass man sich auch an einen Termin sichern, ohne dass man selber sich registrieren kann.